Stell dir vor, du bist Ermittler in einem Mordfall und zahlreiche Zeugenaussagen, DNA-Spuren, Fingerabdrücke weisen alle auf diesen einen Typen hin. Es ist sowas von sicher, dass er der Täter ist. Deswegen nimmst du ihn fest und dann stellst du fest, oh Mann, dieser Typ hat einfach ein wasserfestes Alibi. Wieder zahlreiche Zeugenaussagen, DNA-Spuren und Fingerabdrücke beweisen, dass er zur Tatzeit an einem ganz anderen Ort, sogar in einer anderen Stadt war. Du hast einen Typen, der nachweislich an zwei Orten zur selben Zeit war. Wie kann das sein? Ja, Leute, das ist die Anfangssituation, die Ausgangssituation von Stephen Kings Der Outsider. Das ist ein sehr, sehr aktuelles Buch von ihm, das ist 2018 erst erschienen. Das ist mir auch da erst aufgefallen, als immer mal wieder Donald Trump als Präsident vorkam, wo ich gedacht habe, hä? Wenn ich das so gar nicht gewöhnt wird von Stephen King. Meistens sind seine Bücher so viel älter, die ich gelesen habe. Klar, gibt auch ein paar neuere, die ich auch schon gelesen habe. Aber ich finde es auch immer mal wieder cool, wenn dann auch modernere Technik vorkommen kann, so iPads oder so. Macht alles nochmal ganz anderes an. Anders in so einer Situation. Das hat mir auch gut gefallen, also muss ich sagen, das war jetzt nicht doof, dass es ein neueres Buch ist. Viele sagen ja, dass die neueren Bücher nicht so gut sind. Ich fand es nicht so gut wie einige der Klassiker von Stephen King, aber es war auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Buch. Was es zum Beispiel meiner Meinung nach so spannend gemacht hat, war die Frage, die ich mir gestellt habe, ist das jetzt was Übernatürliches oder ist das was, was am Ende natürlicherweise erklärt werden kann? Und das war eine sehr, sehr spannende Frage, die es auch sehr gruselig teilweise gemacht hat, weil man sich gedacht hat, krass, weil man weiß es nicht, dieses Ungewisse, das war so was sehr, sehr Spannendes und teilweise eben auch ein bisschen Gruseliges. Gut gefallen hat mir auch wieder die Charaktere, weil die Charaktere haben die Geschichte getragen und das gefällt mir immer gut, wenn man die Charaktere kennt und das sind nicht einfach nur irgendwelche Träger, die die Story tragen, sondern das sind Charaktere, die echte Personen sind und jeder hat seine eigenen Eigenarten. Es kommt auch wieder eine Person vor, die man schon aus anderen Büchern von Stephen King kennt. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Was mir nicht so gut gefallen hat, leider, war das schon sehr, sehr früh eine Wendung aufgetreten ist, die meiner Meinung nach erst sehr viel später hätte kommen sollen, weil sie einfach sehr viel von der Spannung weggenommen hat. Ja, das war eine gute Wendung, aber sie kam halt viel zu früh, weil dann waren halt immer noch Seiten übrig, die dann zwar nicht langweilig waren, es war nicht unnötig, aber sie waren halt sehr viel weniger spannend meiner Meinung nach und sie waren halt dann war so, das Ungewisse war halt vorweggenommen, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich habe es immer noch gern gelesen, aber halt weniger schnell. Dennoch würde ich das Buch definitiv empfehlen zum Lesen, weil es eine sehr spannende Prämisse hat, es ist eine spannende Thematik, auch dieses Unerklärliche, dass man manchmal Dinge glauben muss, die man gar nicht glauben will, weil es gegen alles verstößt, was man je irgendwie geglaubt hat. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und das Ende, wie gesagt, das soll jetzt nicht so klingen, dass das Ende langweilig war. Das war es nämlich nicht. Es war nur nicht mehr ganz so spannend wie am Anfang. Und das war ein bisschen schade. Trotzdem war es ein super Buch, das mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und deswegen gibt es von mir auf jeden Fall eine Leseempfehlung. Ich habe jetzt hier gleich noch ein Video verlinkt, wo ich ein bisschen spoilerhaltig über das Buch rede. Wenn ihr das Buch also schon gelesen habt oder Spoiler euch nichts ausmachen, dann könnt ihr das auch noch gerne anschauen. Ich würde mich freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!